Na toll. Na toll! Und damit herzlich willkommen zurück bei FNAF VR Help Wanted. Endlich ist der Halloween DLC raus und den schauen wir uns heute an. Mhm. Und wenn ihr nicht vergessen, wenn ihr es nicht macht, dann klickt unten auf Abonnieren, Daumen hoch, wäre richtig geil. Mhm. Congratulations! It appears you have been granted access to additional holiday content. Press the special button in the candy pail to enter the Halloween hub. Keep in mind that this DLC pack is nothing more than a festive holiday-themed add-on, which has absolutely no hidden intent or purpose. So, have fun! Natürlich kein hidden purpose, genau. Kann ich? Als Haufenweise Candy, klar, ich meine, Halloween, da gibt's die ganzen Sachen und so weiter, ey. Hi. Dich kenne ich schon. Ich finde es halt cool mit dem Cupcake, ja. Special Button und rein in den DLC. Curse of Hi. Ja, Dreadbear. Woofy! Das sieht... Ach du Himmel, sieht das nice aus. Das sieht... Hi, Bonnie! Kommt der da eigentlich noch näher? Wer ist denn sonst eigentlich nur in der Gegend? Ist nur Barney. Oh, Barney. Okay, passiert jetzt noch nichts. Ja, fortsetzen. Blip. Hey. Ohohoho. Okay, das sieht echt stark aus. Angst vor der Dunkelheit. Wow, warte mal. Das war jetzt nicht Twisted Freddy, oder? Nee. Da hinten sehe ich auf jeden Fall Eisle. Interessant, dass sie auch die Wolken auch bewegen und alles. Also das haben sie richtig cool gemacht. Es gibt anscheinend auch... Jesus. Es... Danger Keep Out, das haben sie anscheinend nicht übersetzt. Spooky Mansion! Es gibt anscheinend da dann auch solche Levels. Okay, und mit dem Knöpfle komme ich halt wahrscheinlich wieder zurück. Sag mal hier, kann ich das da hinten nehmen? Nein. Okay. Plushkin Pitch. Okay, nein. Das mache ich garantiert jetzt nicht. Nein, das sind schon wieder die Plush-Babys. Nein! Spooky Mansion. Also da gibt es noch zwei Levels, die wir machen können. Dann gibt es noch Content, der am 29. rauskommt. Night One von Deja Keep Out und die anderen zwei Levels kommen dann auch am 29. raus. Ich würde sagen, wir machen mal Hallway. Okay, mein Pad bewegen. Ich queren sie den Raum. Das ist schön. Warte. Katsching. Bam. Da willst du es mal episch machen und dann geht's halt wieder nicht. Ach du Himmel, ist es hier dunkel. Pat? Hallo? Ich kann mich nicht bewegen! Ja, ich ruder hier gerade rum, aber ich kann mich nicht bewegen. Ja, Pat! Ach, ich muss gedrückt halten. Okay. Hab mir ja keiner gesagt! War da rechts eine Tür? Oh, da leuchtet was. Hi! Schicka! Hui! Du bist nah, Kollege! Ein mehr Faxi! Ja, toll! Ja, toll! Geht der mal weg? Hallo? Ja, der ist immer noch vor mir. Geht jetzt nicht weg. Sollte ich mich nicht, keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Ich kann nicht nach vorne gehen, weil Nightmare Foxy vor mir ist. Er verschwindet auch nicht. Ja, toll. Und nur? Verloren oder was? Also, es ist weit hinten.
Ich glaube, das ist keine kluge Idee, wenn ich marschiere. Ich glaube, ich darf ihn gar nicht sehen. Und dann nicht. Oh, hi! Nightmare Barney! Ich bin sehr nahe. Und Nightmare Foxy ist immer noch vor mir. Das ist spannend! Toll! Jetzt wäre Foxy weg! Es kommen die anderen zwei raus, heißt! Rein! Rein! Möchte euch nie wiedersehen! Ist er weg? Oh, du willst mich nicht verarschen, du willst mich fertig machen. Ja, bleib halt da stehen. Toll, jetzt ist er wieder weg, weißt du? Aber ich kann nicht vorbeigehen, weil Schicker wieder da ist. Oh. Ich glaube, du darfst dich nur bewegen, wenn Foxy nicht im Gang ist. Hab ich hier unendlich Zeit, oder was? Der ist vor mir. Ich habe ihn schon im Schatten gesehen. Aber ist was, Jumpscare. Okay. Das war jetzt random. Die Tür soll nicht aufgehen. Ich hab Freddy. Ist Buddy! Ich höre was hinter mir, was mir nicht gefällt! Toll! Fuck, sie ist auch wieder vor mir! Okay, come at me, Bro! Come at me! LOL! Ich muss es nicht verstehen, oder? Hi! Nightmare Freddy. Es ist so ein bisschen, strange. Boah, Dreadbear sieht echt nice aus, ganz ehrlich. Der sieht effing nice aus. Report glitches before they spread. Kann ich dich nehmen? Ah! Kann ich dich ausmachen? Aus! Aus! Ja, ich fackle ja gleich alles an, weißt. Das ist ja... Hi, Foxy! Okay, also... Ach, nervt mich jetzt. Weg mit dir. Ah, ja, da! Ja, jetzt! Jetzt sind die Flammen aus. Sehr schön. Das war's mal ganz kurz zurück zum Menü. Mal ganz kurz. Ich schau's mir einmal kurz an. Einmal schau ich's mir an. Ja, ich kenne das Ganze schon. Ja. Katsching! Ah! Es geht nicht mehr! Keine Ahnung, was so los ist! Ich hab's im Original FNAF ja schon kass. Oh, Gottes Willen. Gottes Willen. Wo? Okay, Jumpscare. Ich weiß jetzt schon, warum ich es hassen werde. Ich weiß es jetzt einfach schon, warum ich es hassen werde. Ich denke mal, bei der nächsten Aufnahme werde ich nochmal das eine mit Night One mal probieren. Also es sind... Ja, drei. Okay. Ah. Bin auch viel zu langsam. Ja komm, schnapp mir einfach, ich hab keine Lust mehr. Das geht mir jetzt schon gewaltig auf die Nerven.
Und ich muss es schaffen, weißt? Ich muss das... muss es schaffen, damit ich überhaupt dann die anderen Levels sehe. Ganz ehrlich, ich glaube, das ist echt was, was ich offscreen mache. Weil ich meine, da kann ich mal ein bisschen Zeit lassen, weil... keine Ahnung, warum ich nicht da hinschaue. Der Content bei Angst vor der Dunkelheit. Ja, da kommt der nächste erst am 29. Das heißt, ich habe noch ein bisschen Zeit, diese nervige Stelle zu schaffen. Weil ich jetzt schon, dass es mich einfach nervt ohne Ende. Hallway, ich muss noch gucken. Es kann doch sein, dass ich mich vorbewegen kann, solange es dunkel ist. Das ist echt ab und zu ein bisschen tricky, weil danach gibt es nochmal zwei Levels. Und da hätte ich Night One. Dann lass es jetzt erstmal kurz sein. Night One von Danger Keep Out. Schauen wir dann beim nächsten Mal an. Ja, dann sei mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen und man sieht sich beim nächsten Mal wieder. Bis dann.